Die Hitze ist brutaler, als ich es mir je vorgestellt habe. Wir brauchen Wasser. Egal woher. Ihr verlangt nach Wasser? Doch ihr werdet nur die glühende Hitze der Wüste zu spüren bekommen. Keiner von euch wird auch nur einen einzigen Tropfen Wasser aus diesem sengenden Land gewinnen. Eure dürstenden Kehlen werden von keiner anderen Flüssigkeit getränkt als von dem Blut, das eure Kehlen hinabgleitet. Zweimal den Kalifen, das sollten wir doch eigentlich hinkriegen. Gar kein Problem, ist ihr könnt das nicht dort einfacher platzieren, Gegner. My Lord. Okay, Holz ist auf jeden Fall schon mal ein großes Problem, aber das ist auch... Weißt du, eigentlich gibt es gar kein Problem hier. Eure Beliebtheit sinkt. Eigentlich Quatsch. Probleme sind nur Probleme, wenn man sie zu Problemen macht. So, drei davon sind wahrscheinlich auch wieder viel zu Overkill, das ist mir auch bewusst. Aber why not? Wir benötigen Holz. Wir benötigen Holz. Wir werden überfallen, greifen an, Herr. Die Löwen sind mir prinzipiell auch egal. Warte, bevor wir irgendwas machen. Wir benötigen Holz. Perfekt. Es ist kein Platz im Vorratslager. Weiß ich. Danke der Ansprache hier. Ihr könnt auf uns zählen. Was für eine scheiß Spawn-Position das hier unten ist. Die ist ja richtig eng. Und meine Farme werden getötet. Das ist ja ungünstig. Dann machen wir es diesmal doch ganz einfach und gehen einfach auf Bier. Dann scheiß auf Weizen, Mann. Okay. Dann machen wir hier einfach das da. Ich verklicke mich. Ihr dahin? Das da geht's irgendwie hin. My Lord. Ja, der Marktplatz. Machen wir zumindest das hier. Rekruten benötigt, sei. So, machen wir noch mal ganz kurz einen Turm hin, weil irgendwo brauche ich auf jeden Fall einen Verteidigungsturm. Ich weiß noch nicht genau wie oder wo. Oder er da steht, wäre es halt trotzdem irgendwie auch gut, wenn wir das relativ nah dran bauen. So. Wir haben nicht genügend Steine, my Lord. Ja, so ein bisschen Steine kriegen wir. Das ist kein Problem. Alter, genau das wollte ich machen. Danke. Huchala. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Mein Gott. So, ich war auch ein bisschen zu langsam mit den Soldaten. Aber das ist nicht schlimm. Verteidigen können die sich schon. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja, aber das ist vielleicht nichts dafür, wenn die immer direkt eingestellt werden. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten. Bin zur es Stelle. Werden Rekruten benötigt, Sire. Alright, okay, es ich sehe. Rekruten benötigt, Sire. Dass das eventuell doch ein es Problem wird. Rekruten benötigt, Bogenschützen bereit. Mit Vergnügen. Ja, der Angriff ist wohl noch klein. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. Schafft ihr das? Bestimmt, oder? Okay, dann müssen wir ganz kurz hingehen und ein paar Armbrustschützen machen. Nur so ein paar. Weil die sind anscheinend sehr relevant. Eine Nachricht vom Kalifen. Seht euch vor, du kannst doch nicht mein Ding jetzt kaputt machen. Bist du bescheuert, Alter? Du kannst doch nicht den Krack abreißen. Weißt du, wie gefährlich es ist? Du Fixer. Wir machen mal drei davon. Eins. Zwei. Drei und vier. Wobei ich so viel Bereich brauche eigentlich. Das mit dem Zurückdings geht übrigens nicht so wirklich. Keine Ahnung. Bisschen komisch. Da übrigens lieber die hinsetzen. Die sind zu knapp, Sire. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Ja, das geht generell nicht, weil da noch der Baum im Weg ist und könnte man das lieber austauschen dagegen. Hat aber auch noch Zeit. Ja, ansonsten bin ich eigentlich schon fast zufrieden hier. Wir benötigen Gebäude Gold. Stehen in Flammen, Sire. Ja, ist natürlich schon schade für die Gebäude, Gold. Bin ich ehrlich. Aber nicht die heile Farm bitte anfangen. Danke. Mein Bogen ist euer. Sind so, ihr fangt schon mal die ersten Schüsse ab und dann geht ihr dahin. Im Laufschritt. Warum auch wir es nur 19 sind? Ah, weil einer nicht dazugekommen ist, weil ich kein Geld habe. Naja. Unsere Schatzkammer leert sich. So, wenn Bier gleich irgendwann mal funktionieren sollte, hoffe ich. Wieso ist das so oben kaputt gegangen? Ah, die ist kaputt geschlagen, die Schweine. Wir benötigen mehr Holz. Finde ich nicht gut.
Ich hätte es ein bisschen anders anfangen sollen, jetzt wie ich es sehe hier. Kommt aber noch. Ihr habt nicht genügend Gold. Wir können ihn natürlich auch zu Tode pushen direkt, ne? Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Kolbenkämpfer ausbilden, einfach wegpushen. Aber irgendwie sehe ich als Challenge, hier die Echo mit dem Bier hinzukriegen. So können wir auf jeden Fall schon mal die Türme contesten und die Angriffe aufhalten. Das ist schon mal ein guter Anfang eigentlich. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Weißt du was? Auch wenn wir das bestimmt so hinkriegen könnten, fangen wir das mal ganz jetzt neu an. Weil eigentlich finde ich das echt gut. Ach Quatsch. So, ein Kornspeicher reicht ja ganz kurz. So. Das muss sein. Ein bisschen Zeit für Dekoration muss drin sein. Eure Befehle? In Bewegung! So, auch das hätten wir. Drei davon sollten auch easy peasy reichen. Eins, zwei, drei davon machen wir. Wir benötigen Holz. Das weiß ich, aber danke, dass du es mir sagst. Es ist kein Platz in der Waffenkammer. Auch das ist gar kein Problem. Wir benötigen Steine. So. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Dann machen wir ganz kurz zwei Hütten oder drei Hütten dahin. Wir benötigen mehr Holz. Das sollte eigentlich reichen. Holz versparen wir uns komplett, das ist egal. Weil so viel brauchen wir davon gar nicht. Achtung! Es werden Rekruten benötigt. Und dann direkt ganz viele Armbrustschützen machen. Weil solange er noch keine Türme machen kann, dann kann er die auch nicht besetzen und wir können uns halt auch ein bisschen vorschützen. Achtung! Es werden Waffen benötigt. Waffen geschultert! Bereit, eure Lordschaft! Also gebt ein bisschen Gas, Leute. Wohin gehen wir? Sehr wohl, mein Herr. Sehr gut. Es werden Waffen benötigt. Ein paar Bogenschützen. Rücken aus. Hoch da. Dann machen wir direkt noch eine Balliste dahin. Einfach nur für den extra kleinen Teil. Das ist vielleicht ein bisschen ungünstig jetzt mit den Schwertkämpfern. Geht aber. Als ein Kinderspiel. Bitte mach nicht kaputt, danke. Euer Gnaden, unser Werkzeug. So, und rein. Na, weil dann können wir den direkt schon klein halten, den Typen. Sehr gut. Und dann gehen wir hin, machen noch ganz kurz eine Schenke dahin. Die sollte ja dann reichen eigentlich. Zumindest für die ersten 30. Machen wir zumindest noch eine zweite dahin. Sicher ist sicher. Das passt aber auf jeden Fall. So, dann könnten wir halt alternativ jetzt hingehen und schon mal zumindest... Oder wir machen diesmal nur Söldner. Wir machen nur Söldner, glaube ich. Ich weiß nicht, wo ich Geld herholen soll, aber das wird auch noch irgendwie passen. Aber es könnte halt schwierig werden. Sag mal, kannst du bitte mal irgendwie... Womit kann ich dienen? Das ist ja doof. Ah, das scheint schon mal zu funktionieren. Bringst du die vielleicht sogar um? Das wäre noch praktischer. Die Löwen greifen an, Herr. Ja, das weiß ich, aber was soll ich machen? Maulei. Wir benötigen Gold. Machen ganz kurz ein paar Schwertkämpfer. Wobei bei dem als schnelle Kämpfer besser wären, ne? Naja. Alter, sind die Löwen stark. Krass. Oha. Oha, Junge, die haben einfach fast die gerissen. Krass. So, was machen wir jetzt mit euch? Also die Leute spawnkillen hier ist gar kein Problem jetzt. Trotzdem wird es halt nach und nach aufbauen. Wir könnten natürlich hingehen, Eisen kaufen hier. Verkaufen meine ich. Das wäre schon mal eine potenzielle Geldquelle. Wir benötigen Holz. Wir müssen ja irgendwas haben, wo wir Geld mit verdienen. Ihr habt nicht genügend Gold. Ja, das Gold kommt schon nach und nach, das ist kein Problem. Was können wir noch verkaufen?
Nicht wirklich was, oder? Nee. Naja. Ihr habt nicht genügend Gold. Kommt aber alles mit der Zeit. Wir können schon mal ganz das Zeug kaputt machen gehen. Da brauchen wir unser eigenes Lächeln. Unsere Schatzkammer leert sich. Das Volk liebt euch, my Lord. So, das ist jetzt gerade noch ein bisschen schwierig alles hier, aber da kommt ja auch gleich noch Bier rein, also gar kein Problem, das wird sich jetzt gleich wieder selber tragen. Dann können wir jetzt auch den Coinspeicher abreißen, weil es ja eh rippt. Machen das Lagerhaus ein größer für ein bisschen Platz. Das passt. Dann können wir jetzt von mir aus auch sogar einen Holzfäller machen, der hier kurz ein bisschen arbeitet. Ihr seid der größte Herrscher. Gut, es ist auch nicht so schwierig hier, muss ich sagen. Nice. Kann man so machen. Wir benötigen Holz. Ja, weiß ich. Na, wie machen wir das denn am besten? Jetzt nur darauf warten, ist halt auch ein bisschen schwierig irgendwie, ne? So einen können wir noch machen, dann ist halt Ende. Was? Wobei, nee, wir kriegen sogar zwei hin. Krass. Weil es auf jeden Fall die beste Geldquelle ist, die wir gerade haben, ne? Ansonsten könnten wir versuchen, Brot gleich zu machen, weil wir genug Grünflächen hier haben, aber. Wir benötigen Holz. Weiß nicht. Ihr habt nicht genügend Gold. Dann machen wir ganz kurz noch zwei, drei Holzfäller drin. Auch wenn die das Fächer jetzt komplett wegholzen, ist auch nicht so schlimm dann. Wird schon passen. Da oben können wir natürlich auch noch was holen. Zu Steinen und sowas natürlich, klar. Er ist auch mal drin. Aber die müssen wir verteidigt kriegen irgendwie, ne? Wobei ich glaube, das ist jetzt nicht das größte Problem hier. So, ausgeglichen. Gibt zwar kein Essen, aber saufen können sie. Easy. Ja, das funktioniert prinzipiell schon mal. Wir können auf jeden Fall dann hingehen und versuchen, die Industrie in dem Bereich auf jeden Fall auszubauen. Maulei. Wir benötigen Holz. Ja, das erste Holz kommt gleich, ist kein Problem. Wieso gehen die eigentlich oben lang, wenn es doch hier rum kürzer ist? Da vorbei können die auf jeden Fall. Kein Platz im Vorratslager, mein Lord. Erzähl nicht. Da unten können die doch laufen, oder nicht? Oh, können die nicht. Ist ja schade. Na, dann halt nicht. Ein Versuch was wert. Dann holen wir Stein. Stein ist auch mal eine gute Geldquelle. Hat er doch noch Löwen da oben. Doppelungünstig für ihn. Mein Beileid, mein Freund. Wie kommst du eigentlich dazu, deine Verteidigung auszubauen? Wo holst du eigentlich das Geld her vorher? Wir werden überfallen! Könnt ihr den töten? Zur Stelle! Wir geben unser Bestes! Schaffst du das? Weil er ist schon ein bisschen nervig jetzt, der Typ. Na, schafft ihr schon. Ganz sicher. So, und Eisen läuft auf jeden Fall sehr gut. Güter. Alles in Holz rein, damit wir auf jeden Fall gleich direkt hier mit dem Stein anfangen können. Und fangen wir mal an zu sammeln hier. Drei haben wir ja auf jeden Fall schon mal. Machen wir fünf Stück, würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall eine gute Geldquelle. Die müssen ja auch nicht unbedingt alle irgendwie so schön ordentlich nebeneinander und so, sondern die können ja so wie jetzt hier mal auf den Haufen gesetzt werden. Hm, okay. Passt. Fünf Stück haben wir. Machen wir noch einen sechsten dazu, der direkt da oben hinkommt. 7, 8. 8 Stück sollten auf jeden Fall easy reichen. Da können wir einiges mit anfangen. Ihr habt nicht genügend Gold. Das hier natürlich ungezwungen, dass er anzünden würde, deswegen bitte tötet ihn. Vielen Dank. Nacklefoderbar. So, Leute, und dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind schon mal die grundlegenden Dinger. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Denke ich mir. Kommt ja alles jetzt nach und nach, ne? Ihr habt nicht genügend Gold. Ich glaube, das Einfachste wäre wahrscheinlich gewesen, einfach durchzupushen. Und den einfach direkt zu spawnkillen mit den paar Streitkampfkämpfen oder sowas. Aber das ist jetzt, das wäre ja zu einfach irgendwie. Okay.
Sehr gut. Verkaufen wir ganz kurz hierbei ein bisschen was. Holen noch mehr davon. Dann müssten wir ein paar Hütten machen. Wir benötigen Gold. 1, 2, 3. Müsste mit 2 Dingern abgedeckt sein dann. Easy. Und machen hier dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind 16 Stück, das sollte easy passen. Wenn wir 3 Brauereien, wir machen mal ganz kurz noch eine 4. und eine 5. und eine 6. Wir benötigen Gold. Machen eine weitere Schenke gleich da rein. Ihr habt nicht genügend Güter. Nur wohin? Ja, ist eigentlich gut, wenn er weggehen würde, der Besoffene. Oder hier oben irgendwo? Nee. Da ist schon super. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Das weiß ich, deswegen mache ich ja jetzt extra nochmal da einen hin. Damit wir mehr Häuser machen können. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So passt das. 82, da wird sogar noch einer gehen, theoretisch. Können wir noch eine Hütte hinsetzen. Wir haben auf jeden Fall genug. Eure Beliebtheit sinkt. Noch das Lager auch so mal ein größer da. Besser ist. Die Beliebtheit steigt gleich schon wieder, wenn wir genug Bier haben. Das ist kein Problem. Das passt schon. Die Löwen greifen an, Herr. Wo? Oh. Guten Morgen, eure Lordschaft. Ich muss zugeben, das ist ein bisschen ungünstig. Ja, wir müssen mal ganz kurz ein paar Söldner anheuern hier. Ja, viel verkaufen ist nicht, ne? Ist ein Tag nur die Ressourcen, da machst du halt nichts. Naja. Die sind zwar sehr teuer, das würde ich eigentlich lieber gerne selber Bögen machen hier. Wie teuer sind die? Ja, plus natürlich Ausbildung, aber trotzdem sind die günstiger eigentlich und besser. Würde ich lieber das machen, ne? Oder wenn wir kaufen Holz und machen, dann im Endeffekt einfach nur selber Bögen. Macht sogar noch am meisten Sinn, glaube ich. Ja. Ihr habt nicht genügend Güter. Ihr habt nicht genügend Güter. Machen wir 4 Boten da rein noch. Habe ich den Weg natürlich ein bisschen scheiße gebaut. Die können ja trotzdem außen rumlaufen, das passt schon. So, 4 Boten, easy. Ihr bitte da oben hin. Müsste passen, oder? Sind noch keine Löwen im Weg oder so? Easy. Dann können wir Steine auch nutzen, nochmal irgendwie ein, zwei Türme zu setzen. Wir können da oben hingehen und einen quadratischen Turm hinklatschen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Okay, es geht aber nur wegen Steine, nicht weil es irgendwie zu nah ist oder so, ne? Wenn die Steine sind, da kein Problem. Die kommen mir eh dauerhaft an. Guck's dir an. Easy. Und der Gegner kommt gar nicht mehr klar drauf. Also seine Economy ist halt komplett im Arsch. Das ist auf jeden Fall mal ein schwieriger Aufbau hier, muss ich sagen. Hat was. War so eine richtig schwierige Position. Gefällt mir irgendwie auch ganz gut. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Ja, zu meiner Burg zu groß. Das dachte ich mir irgendwie schon. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Das auch. Eure Beliebtheit steigt. Dann halt dahin. Das ist ja auch fein für mich, ne? Ist jetzt nicht das Problem. So. Ich bin zur Stelle. Und da kommen jetzt auch die ganzen Bogenschützen raus dann. Wir benötigen Gold, ja. Ihr habt nicht nichts leichter als das. Bin zur Stelle. Und dann können wir nach und nach da jetzt Zeug machen. Es werden Waffen easy benötigt, Sire. Ja. Bogenschützen bereit. War das nur 6 Stück? Okay. Naja. Sind auf dem Weg. Wir können auch eine Balliste da oben drauf setzen. Euer Gnaden. 2 Baumeister rein. Wir könnten auch versuchen, einfach Ballisten zu bauen. Euer Gnaden. Wäre auch eine witzige Sache. Bin zur Stelle. Waffen benötigt. Wie viel haben wir? 22, weil die gehen noch da oben hin. Euer Gnaden. 21. Und noch Euer Gnaden. Was soll konstruiert 22. Werden? Wir machen mal Feuerballisten. Die sind zwar super Ziel teuer. Ist notiert. Ein unmögliches Ziel. Wir machen aber vielleicht auf. Ist das gut. Wer weiß. Weil goldtechnisch können wir uns das easy leisten.
Ihr habt nicht genügend Güter. Das ist gar kein Problem. So müsste es passen. Was wünscht ihr? Machen wir 10 Ballisten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Nur mal ganz kurz ein paar Schilder mit den restlichen 2 Stück. Das sind zwar nicht die meisten Schilder, aber wenigstens ein paar. Unmögliches Ziel. Ja. Kann man machen, ne? Ihr habt nicht genügend Güter. Ja, irgendwie ist das ein bisschen zu wenig gerade. Schatz, bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Mein Bogen ist euer. Wieso nur ein Schild? Wo ist der andere? Ach, der hat keinen Bock. Verstehe ich. Ich hätte auch keine Lust, dahin zu gehen. Euer Gnaden. Trotzdem musst du arbeiten, Freund. Ihr habt nicht genügend Güter. Ihr habt nicht genügend Güter. So, mehr Steine. Ihr habt nicht genügend Güter. Weil man jetzt noch Auto verkaufen könnte, ne? Das wäre toll. Ich werde noch einfach Söldner kaufen können, weil irgendwie sind die Ballisten echt teuer. Aber vielleicht sind die gut. Na, jetzt testen wir es mal. Euer Gnaden? So, es sind nochmal 8 Stück. Gebt uns eine Aufgabe. Ihr könnt das nicht dort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gönn dir. Aber 10, 10, das sollte eigentlich reichen. Mein Herr? Grob zumindest, ne? Da kommt noch ganz kurz ganz viele Schwertkämpfer ausbilden oder sowas. Oder Assassinen, wurde mir gesagt, sind, also die Mönchmörder sind irgendwie besser angeblich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir benötigen Gold. Mal ein bisschen durchprobieren. Ihr habt nicht genügend Güter. Weil uns besiegen kann auf jeden Fall mittlerweile vergessen. Der ist komplett am Arsch, der Typ. Eigentlich brauche ich wieder den überrennen. Kurz ein paar Kolbenkämpfe würden auch reichen. Aber ich will jetzt mal ein bisschen neue Prinzipien probieren, weißt du? Darum geht's mir auch vor allem. Eure Befehle? Balliste. So. Bereit, Schild bereit, eure Lordschaft. Die kämpfen immer noch gegen diesen einen Bogenschützen. Deswegen schießen die auch die ganze Zeit. Belastend. Okay, Ballisten sind schon mal sehr, sehr langsam. Das sehen wir auf jeden Fall. Bin zur Stelle. Das war auf jeden Fall sehr klug, die in Bewegung so zu machen. Das lohnt sich aber viel mehr. Und der eine Turm hier ist einfach overpowered, ganz ehrlich. Ein Turm, die ganzen Gegner sind quasi im Arsch. Das ist schon gut. Bin zur Stelle. Ja. Kriegt ihr das hin? Eine Nachricht vom Kalifen. Bewegt eure Armeen außer Reichweite meiner Burgwelle. Und zwar sofort. Oh, sie haben jetzt endlich getötet. Das ist gut. Können die den jetzt echt treffen? Das wäre Wahnsinn. Nein, Mann. Balliste. Trefft ihr den? Was klug ist? Ihr könnt auch weiter vorgehen, wenn das das Problem ist, ne? Also, das ist jetzt kein Problem, ne? Wie die ganzen Bogenschützen alle noch stehen. Schade war auch für euch. Das Gute ist, allein dieser Turm, mal abgesehen davon, dass er halt gespawn-killed wird hier, er kann seine Farm noch nicht nutzen. Der hat gar keine Economy-Möglichkeit. Der hat auch keine Ressourcen. Der ist ja richtig am Arsch. Balliste, bereit, hier zuerst. Oh, er weicht aber aus, aber wir treffen ihn. Also wir könnten ihn so theoretisch finishen. Nach und nach. Na cool. War mal cool zu testen. 100 Steine, yo. Hi Geld, wie geht's dir so? Nicht genügend Güter. Dann machen wir mal ganz viel Meuchelmörder. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Weil da habe ich auch nur Positives von gehört. Alter Schwede, was für eine coole Karte noch irgendwie. Die gefällt mir echt gut. Wir benötigen Gold. Passt. Mal eben 2000 Gold investiert. Easy. Alter, 46 Stück. Für die sind auch sauteuer, die Scheißtypen, ne? 60 einfach. Generell, also wird mein Kosten. Nachricht vom Kalif. Super teuer. Bewegt eure Armeen außer Reichweite meiner Burgwelle. Und zwar sofort. Und wirklich drauf schießen kann er auch nicht, weil die mich nicht sehen.
Zivilisten oder so, oder die Arbeiter hier, die sehen mich dann auch nicht. Also ich muss wirklich in die Nähe von Soldaten kommen. Sonst werden wir nicht hier entdeckt. Das ist auch sehr gut zu wissen. Nachricht vom Kalifen. Bleibt meinen Ländereien fahren, Ungläubiger. Bleibt fahren! Was? Gehört uns, my lord. Eine Nachricht vom Kalifen. Ich werde es euch schon zeigen, und rein. Ungläubiger. Also ich glaube, am einfachsten wäre gewesen, einfach hinzugehen und zu sagen, jo, wir machen am Anfang Meuchelmörder und pushen den halt einfach. Das wäre natürlich am sinnvollsten gewesen, am einfachsten so. Das ist mir schon klar, aber das wäre halt der langweiligste Weg. Sind wir mal ganz ehrlich. Jetzt haben wir hier mal ein bisschen die Economy in einer etwas schwierigen Position aufgebaut. Wir konnten jetzt hier mal testen, was es jetzt noch wirklich bringt. Mit Meuchelmörder und den Ballisten. Sehr schön. War eine tolle Runde. Und ganz ehrlich, Bier ist overpowered. Also ohne Witz, Alter. Wir sind siegreich, Sire. Krass. Saladin, ich habe meine Pflicht erfüllt und die Anweisungen befolgt. Der Junge ist geschwächt und wird ohne Wasser nicht mehr lange durchhalten können. Gut gemacht, Kalif. Los, geht in die Stadt und vergnügt euch auf meine Kosten. Habt keine Grenzen. Mit Freuden, Saladin. Bevor ich gehe, da wäre noch etwas. Bald habe ich eine Überraschung für euch. Ich habe Kontakt zu sehr effektiven Freunden.